Moin moin, hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren kleinen Guide von uns. Diesmal Blick auf Modul 19 Teil 2, also der zweite Blick auf Modul 19. Ihr seht schon, wo ich mich hier rumtreibe, und zwar direkt im Modul 19. Wir haben hier ganz, ganz, ganz viele verschiedene, wirklich, wirklich viele verschiedene neue Gebiete. Ich zeige das mal eben kurz im Überblick. Wir reisen einfach mal überall hin. Ich glaube, da bin ich gerade, genau, ja. So. Da kann ich nicht hinreisen, warum auch immer. Hallo? Okay. Gehen wir zurück nach Wallenhaus und dann wieder ins Gebiet. Dann wird es vielleicht einfacher. Ein paar von den Wegpunkten funktionieren noch nicht richtig. Aber wir wissen ungefähr, wo das Ganze hingehen soll. Alrik, was hast du für mich? Weekly, okay. Sonst nix. Okay. So, ich zeige euch auch gleich, wie ihr da hinkommt. Falls ihr auf dem Preview-Server unterwegs sein solltet. So. Genau, hier wollte ich hin. So. Also. Das hier ist im Prinzip, upsala, die Karte, auf der ihr euch am Anfang am meisten rumtreibt. Hier macht ihr im Prinzip die ganz normalen Startquests. Dann kann man sich ein bisschen außen weiter rumtreiben und ein bisschen außen was machen. So, das Ding ist halt, was ich besonders interessant finde, ist der neue Dungeon, der auch hier mit dabei ist. Wir haben beim letzten Mal schon die neue Ausrüstung gesprochen, aber nicht, wo wir die herbekommen. Aus dem neuen Dungeon, Sariels Challenge, also Sariels Herausforderung, würde ich jetzt mal so frei übersetzen, bekommen wir natürlich dann die entsprechenden Waffen. Ich mache die mal eben kurz auf. Das Schwert von Sariel zum Beispiel ist aber keine Waffe, ist ein Artefakt-Set. Ich meinte tatsächlich die Waffen, wo haben wir sie? Da, das Celestische, das übersetzen ins Deutsche, aber dieses Set, habe ich beim letzten Mal gesagt, finde ich nicht ganz so geil. Muss ich korrigieren, die Aussage, weil wenn, ich habe das noch nicht getestet, ich weiß also nicht, wie oft prockt das, wie stackt das, wie kann man diese 10% Outgoing Damage, Outgoing Heal aufrechterhalten. Ne, ihr seht ja da bei diesem Effekt, man kann zweimal diesen Stack haben. Ja, wenn das Ganze wirklich lockerflockig von der Hand geht und man permanent diese 10% hat, wovon ich beim letzten Video nicht ausgegangen bin, aber wenn man das wirklich permanent hat, 10%, ist das wirklich ein absolut geniales Set. Dann ist das wirklich das beste Slot, was ihr haben könnt. Mit Modul 19 ist es das. So. Wenn man sich jetzt hier anguckt, wo man es herbekommt. Genau. Sariel Challenge steht hier nochmal ganz dick drin. Oder was heißt dick? Und dafür gucken wir uns das ganze Ding einfach mal jetzt nochmal hier an. So. 26.000 Gegenstandsstufe ist eine ganze Menge, die wir dafür brauchen. Aber Leute, das ist wirklich erforderlich. Also man wird sich viel von dem neuen Equipment, was hier wahrscheinlich noch implementiert wird. Wir haben ja schon über das andere Equipment gesprochen, was man sich selbst restaurieren kann. Da wird wahrscheinlich noch einiges dazukommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die uns da mit 1200er Equipment oder 1250er Equipment wirklich reinlassen. Also da wird noch auf jeden Fall Equipment kommen, was unsere Gegenstandsstufe und unsere Werte erhöht, denn die Gegnerwerte sind ja auch bei 40.000, sprich wir brauchen 5.000 Punkte mehr in jedem unserer Werte. Tabelle dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ihr wird auch stets up to date gehalten, da sind auch die Sariels Herausforderungswerte schon mit drin. Müsst nur runter scrollen. Wir sprechen gleich noch über die Heiler, was sich da verändern wird. Bei den Barbaren wird sich auch einiges verändern, gerade was die Mechanik der Wut angeht. Was ich da so gehört habe, wird da sich wirklich, wirklich noch viel ändern. Es gibt wirklich viel zu entdecken, es gibt viel Neues. Das nächste Modul, ich sage es mal, nächstes Modul, Modul 19 nenne ich es jetzt mal, wird einige Änderungen bieten. Eine Änderung wird kommen, die vielen Leuten nicht gefallen wird, nämlich diese hier. Ne, ihr seht, was das ist. Und ihr seht, was man damit so machen kann. Ups, was ist das? Religionspaket. Ah, okay. Ne, das ist, ja.
Es gibt ja auch Sprungschanzen etc. Das ist übrigens meiner Ansicht nach 1 zu 1 aus Borderlands geklaut. Da gibt es nämlich auch eine Mission. Bei dieser Schrottsammlerin, der etwas korpulenteren. Und die hat tatsächlich, wenn man sich das mal anguckt, das sieht 1 zu 1 wirklich genau so aus wie dieses Gebiet hier. Man kriegt hier Titel. Ah, ich habe einen Titel gekriegt. Und wenn man die Typen kaputt matscht. Auch das mit dem Türmchen hier, es ist 1 zu 1 dasselbe Gebiet. Was nichts Schlimmes ist, also um Gottes Willen. Nur hat mich halt, muss man ganz ehrlich sagen, schon gewundert, dass das einfach so dreist geklaut wird und die damit, ja, so weit durchkommen auch einfach, ne? Also ihr seht das, wir können hier überall rumfahren und können dann in die nächsten Gebiete gehen. Und von dort aus kann man dann halt immer weiter. Also ihr seht, hier war ich auch noch überhaupt nicht. Im Endeffekt geht es im Prinzip im gesamten Modul hier darum, es gibt einen Konflikt zwischen den Teufeln und den Engeln. Und ihr seid so das Zünglein an der Waage. Im Endeffekt. Und müsst hier Aufgaben erledigen, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Wir haben auch hier eine schöne Mechanik. Wir sehen hier den Blood War. Je nachdem, wo der hingeht, passieren, sage ich jetzt mal, spezielle Dinge. Wenn der einmal ganz voll wird bei den Teufeln, dann passiert da etwas Spezielles. Hier zum Beispiel haben wir auch einen Engel, der da im Moment sich ausruht. Keine Ahnung. So, machen wir die alle mal kaputt. So. Dup, dup, dup. Hallo, stehst du wieder auf? Irgendwie nicht. Also ist es alles noch in der Mache. Wir sehen, hier ist noch viel, 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 was nicht funktioniert. So, hier stehen ein paar Leute. Vielleicht kommt hier gleich eine HE. Es gibt hier auch HEs. Wir gucken uns das mal hier an. Wir haben einen Handmaster. Das heißt, es wird auch hier Jagden geben. Definitiv. Okay, Post und Kurier. Armor Trader, okay, es gibt also neue Armor. Oh, eine Forge, eine Schmiede. Und nochmal Post und Kurier. Klingt extrem interessant. Wir gucken uns jetzt nochmal hier eben ganz kurz, ne? Also celestische Waffen haben wir geklärt, wo wir die herkriegen. Legion Guard Set, das sieht für mich ganz stark nach einem Set aus, was man aus den Treasures kriegt. Also das steht auch da. This equipment can be obtained from Treasure Maps in Avernus. Das Ding ist, wenn nicht jeder in der Gruppe diese Waffen trägt, sind die ziemlich scheiße. Also da sind die Waffen der Beobachter besser. Von dem Effekt her. Nur vom Effekt her, nicht von den Werten. Das haben wir schon mal besprochen. Das ist das passende Artefakt-Set zu dem Gedöns. Gleiche Gegenstandsstufe. Hellfire Engine Set, das wird wahrscheinlich das Set für Siegel sein, was man dann kaufen kann, anstelle des brünierten Sets dann. Oder das Set, was man bekommt, wenn man hier die Kampagne abgeschlossen hat. Das wird irgendwie so eine Belohnung sein, die einfach so relativ leicht zu kriegen ist. Ne, dementsprechend ist es natürlich aufgrund des 500 Punkte höheren Basisschadens eine Alternative. Zumindest beim Barbaren hat es. Ne, bei anderen Klassen ist der Schaden natürlich anders, ihr kennt das ja. Aber ganz ehrlich, wenn ihr ans Löwenherz-Set kommt oder wenn ihr wie ich da auf dem besten Weg hin seid, holt euch das Löwenherz-Set. Es wird von der Gegenstandsstufe angepasst, habe ich in meinem letzten Video erwähnt. Wir haben einen richtig guten Set-Bonus von 10% mehr Damage. Und das heißt im Endeffekt für uns, alle Undermountain-Waffen, also Beobachterwaffen, brünierte Waffen, werden auf der Gegenstandsstufe bleiben. Aber die Tom-Waffen, Löwenherz, Waffen, die werden definitiv angehoben. So, gucken wir uns mal ganz kurz den Kleriker an, beziehungsweise die Heiler im Allgemeinen. Es wird eine neue Mechanik geben, dass die Heiler auch während des Kampfes ihre Göttlichkeit generieren, beziehungsweise dazu bekommen. Die Heilstärke wird allgemein ein bisschen erhöht.
Wir haben hier jetzt schon angeteased ein paar neue Mechanics. Ihr könnt das Video jederzeit pausieren, um euch die Mechanics in Ruhe durchzulesen. Es wird an diversen anderen Kräften noch gearbeitet und ihr seht schon so ein bisschen, man kann erahnen, wo es hingehen soll. Finde ich eigentlich ganz geil. Ich gehe mal eben kurz auf den Paladin. Für alle, die sich für den Paladin mehr interessieren, ist das vielleicht auch mal ganz interessant. Ist noch nicht Stufe 80, aber tut ja hier nichts zur Sache. Wir wollen ja nur mal drauf gucken. So, Preview Server stand 25.05. Wohlgemerkt. Das heißt, es kann sich morgen alles wieder ändern. Ihr kennt das Spielchen. Haben wir mehr als einmal gehabt. Auch hier haben wir ein paar wirklich, wirklich schöne Sachen. Wir können erahnen, wo das Ganze hingeht, wo das Ganze hinführt. Und ich muss wirklich sagen, bei dem, was ich jetzt hier so sehe, von den Änderungen oder woran sie gerade arbeiten, sieht das für mich so aus, okay, das Heilen wird allgemein etwas komfortabler für die Heiler, weil wir haben mehr Göttlichkeit zur Verfügung. Göttlichkeit regeneriert sich auch im Kampf. Haben wir da jetzt ganz andere Möglichkeiten? Ihr habt das gerade gesehen. Da wird direkt mit 3000 Heilstärke agiert, mit der Tapfähigkeit. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, wir gucken nochmal nach. Wir sind ja gleich drin. Zack. Und Kräfte. So, 3000, genau. Okay, da steht jetzt nicht das Tab dabei, aber. Ja, nee, Tab ist hier Channel of Divinity. Mark of Divinity. Ja, Affected by your Mark of Divinity, genau. Activate this power, hold down Channel Divinity. Also, das ist das hier. Genau. Ja, also doch über Tab. Also, wie ich mir das gedacht habe. Bevor ich es vergesse, denkt auch bitte daran, dass alles, ihr seht das hier in der taktischen Verzauberung, alles, was Heilung betrifft, Incoming und Outgoing, wird reduziert, weil die Heiler natürlich jetzt viel, viel besser und stärker heilen können. Um das Ganze auszugleichen, um das Ganze wieder auf ein moderates Level zu bringen, haben wir hier zum Beispiel empfangene Heilung prozentuell nur noch ein Drittel. Also ihr seht das ganz stark. Ich war auf empfangene Heilung minus 3%, jetzt bin ich auf minus 18%, also 15% mehr. Das gilt für alles, nicht nur für die taktische Verzauberung. Das gilt für die Segen. Na komm, Segen. Da haben wir ja auch Heilung, ihr seht das. Dann haben wir bei den Gefährten Outgoing, Incoming, Heal. Das soll auch nochmal, ihr seht das hier schon auf 3%, das war 10%. 7% haben sich da geändert. Incoming Heal. Also ihr seht das schon. Damit sind natürlich die rostigen Eisenbeinlinge wirklich sehr viel schwerer auszugleichen. Ich denke, das wird in Zukunft mehr ein Thema sein tatsächlich. Wenn ich den jetzt hier zum Beispiel austausche, dann sieht man das ganz klar. Wir haben hier, was die Heilung angeht, empfangene Heilung 5%. Das ist ein Rang 15er taktische Verzauberung und ein legendärer Gefährte. Die haben vorher zusammen 16% gegeben, jetzt sind es noch 5%. Kann man hier rüberspringen? Ha! Come sail away! Jump into the river of Styx! Ein Titel, meine Freunde! Wir haben heute schon zwei Titel entdeckt. Einmal, wenn man diese komischen Typen umfährt und wenn man hier in den Styx reinhüpft. Hat doch was. So, und zum Schluss zeige ich euch nochmal, wie ihr an die Quest rankommt. Ist im Endeffekt ganz einfach. Ihr müsst nur mit Feldwebel Nox sprechen, dann nach Vallenhas reisen, mit Alric sprechen und dann geht's auch schon los. Wir machen das jetzt einmal ganz kurz zusammen. Into the Fire heißt die Quest auf Englisch. So. Da haben wir schon unseren Alric, mit dem reden wir jetzt auch einmal ganz kurz. Into the Fire abgeschlossen. A friend in need. So. Und dann können wir nämlich hier, nee, wo ist unser Räumchen? Wir müssen erstmal unseren Raum suchen. So, hier. Können wir dann unseren privaten Raum aufsuchen? Und das fand ich voll süß. Es ist so cute. Das ist ein kleiner fliegender Elefant. Wie putzig. Gut, die Synchronisation der Augen stimmt noch nicht ganz, der schielt noch so ein bisschen, aber er ist so putzig. Hätte man die Augen besser komplett schwarz gemacht.
Sieht ein bisschen creepy aus. Und ab geht's. Das war's schon im Endeffekt. Und dann seid ihr schon drin. Ihr müsst dann ganz normale Standardquests erledigen, Teile zusammensuchen, etc. Aber so kommt ihr da rein. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute.